Und jetzt atmen. Tiefer. Schneller. Schneller. Bon, und jetzt vertrauen Sie dem ersten inneren Bild, das kommt. Was genau sehen Sie? Keine Ahnung, was soll ich denn sehen? Können wir zur Abwechslung mal darüber reden, worum es hier wirklich geht? Worum geht es denn Ihrer Meinung nach? Naja, darum, dass ich immer zu früh... Dass Sie immer zu früh abbrechen, wie in dieser Übung. Sie laufen weg, bevor es zum Wesentlichen kommt. Moment mal, ja? Wollen Sie mir gerade sagen, dass ich absichtlich zu früh komme? Unbewusst vielleicht. Also, so ein Hund, der einer Bratwurst hinterherhechelt, die ihm ständig vor der Nase weggezogen wird, der schnappt nach Ihrer Theorie absichtlich daneben? Warum sollte der Hund so scheiße blöd sein? Weil er Angst vor ihr hat. Angst vor der Bratwurst? Angst, von ihr abgelehnt zu werden. Weil sie sich zum Beispiel wünscht, von einem anderen vernascht zu werden. Deshalb ist es sehr wichtig, David, dass der Hund nicht einfach nur die Bratwurst schnappt und mit die Schwanz wackelt, sondern erst einmal eine wirkliche Kontakt zu ihr aufbaut, sie wahrnimmt, sich auf sie einlässt, auch offen ist für seine Empfindungen und ganz wichtig, seine Ängsten. Et voilà, schon wieder. David, haben Sie schon einmal versucht, eine Frau wirklich wahrzunehmen, ohne das Ding da? Das hat man früher so gemacht. Ja, nehmen wir unter das dem Sie kommen vielleicht. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht für Sie, mit einer Frau aus meinem Jahrhundert. Etwas ältere Würste sind vielleicht nicht mehr ganz so knackig, aber sie wissen genau, wie sie vernascht werden wollen.